Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Toy Review heute von Transformers Human Alliance Figur Tailpipe und Pinpointer mit dem Pilot Sergeant Noble. Ja, was soll ich zu dieser Figur sagen? Wie auch schon bei der anderen Human Alliance Figur, die ich jetzt schon vorgestellt habe, besitzt natürlich diese Transformer Figur einen Piloten. Dieser Pilot ist Sergeant Noble und wird natürlich auch wie die anderen bisherigen Figuren mit ziemlich vielen Gelenken geliefert. Auch sehr detailliert gehalten. Das Einzige, was mich nur ein bisschen an dieser Figur stört, sie hat im Gegensatz zu den anderen Human Alliance Figuren leider kein Autobot-Symbol. Finde ich sehr schade. Ansonsten ist die Figur in einem dunklen Grauton gehalten, die Brust ist grün, der Helm ist schwarz, das Gesicht nicht so schön gelungen, ziemliche Glubschaugen. Ansonsten wird dieses Set natürlich mit Tailpipe und Pinpointer geliefert. Ich fühle mal zur Seite. Sieht jetzt auf den ersten Blick sehr klobig aus, ist es aber nicht, denn diese Figur besteht aus zwei verschiedenen Teilen. Das ist einmal Pinpointer und natürlich Tailpipe. Sieht, Tailpipe ist ein Autobot. Und was ich an dieser Figur sehr lustig finde, ist, sie ist zwar eine Human Alliance Figur, besitzt aber wie eine Art Minicon mit dabei, der aber auch gleichzeitig als Target Master funktioniert. Zeige ich gleich erstmal zur Seite und wir gehen jetzt erstmal auf Tailpipe ein. Ja, Tailpipe wird geliefert als sehr schönes Bike, was allerdings leider kein Motorradständer hat, was ich sehr schade finde. Dadurch kann man die Figur nicht wirklich gut hinstellen. Geht nicht zu lösen, indem man halt den Auspuff höchstens ein wenig runterdreht. Dann kann er stehen, sieht allerdings nicht mehr gut aus. Was ich mir habe einfallen lassen, ist einfach die zwei Arme, einen davon halt runterzudrehen. So. Und dann steht er auch perfekt. Klappt. In Vitrine stellt natürlich die beste Möglichkeit, es sei denn, man hat natürlich jetzt einen Plastikständer für Figuren oder so, mit dem man die Figuren zum Stehen bringen kann. So, kommen wir jetzt einfach mal zu den Details. Die Details der Figur sind sehr schön gehalten. Man sieht silberne Chromfelgen. In Schwarz-Grau ist die hauptsächlich gehalten. Die Figur leichtes Grau-Metallic. Vorne die Lampen. Sie hat vier Lampen, die Figur. Das Lustige ist, diese vier Lampen werden quasi später im Robotermodus auch dargestellt, obwohl diese Komponente hier vorne nichts mit der Figur selbst zu tun hat. Das heißt also schon, aber eben nicht mit dem Kopf. So, jetzt kommen wir zur Verwandlung. Die Verwandlung ist relativ simpel. Einmal die Arme nach oben klappen. Das ist Schritt Nummer 1. Dann die Beine so auseinanderklappen, die Füße nach oben, die hinteren Stützer nach unten, anschließend hier oben diesen Schutz nach vorne und einmal natürlich die Räder erstmal wegklappen, anschließend einmal das Ganze drehen. Den Auspuff auch erstmal zur Seite drehen. So, dann einmal hier oben dieses ganze Oberteil nach unten klappen. Muss allerdings aufpassen, mehrere Gelenke. So, einmal nach unten, wie gesagt, drehen. Den Griff nach oben. Den Brustkorb nach oben klappen, schon seht ihr den Kopf. Anschließend den Brustkorb so auseinanderklappen,
die untere Klappe nach vorne und den Brustkorb wieder zusammenklappen. Diesmal so. Und den Brustkorb hier oben reinklappen. So. Und anschließend, bevor ihr den Kopf runterklappt, erstmal natürlich den Brustkorb reinklappen und dann den Kopf runter. So. Wenn ihr soweit seid, dann einmal die Räder nach oben klappen und sie nach unten anwinkeln, dass sie so quasi perfekt hinter der Figur sitzen. Die Arme einmal nach unten drehen. So. Und die Beine splitten. Und jetzt den Auspuff einmal nach oben klappen und hinter der Figur verstauen. So. Und fertig ist Tailpipe. Eine sehr schöne Figur. Sie macht ordentlich was her. Sie ist, wenn sie verwandelt ist, sehr gelenkig. Das muss man dazu sagen, aber dazu kommen wir gleich noch. Sie hat vorne hier einen blauen Brustkorb. Mit dem Motor quasi noch inklusive. Der Kopf ist drehbar. Ganz normal. Das Schöne an dem Kopf, ich habe ja vorhin schon gesagt, die Lichter aus dem Bike-Modus sind quasi an der Figur wieder zu erkennen. Das heißt, hier oben am Kopf. Diese Lampen lassen sich auch nach oben und nach unten bewegen. Sehr interessant. Es kommt quasi hinten durch dieses Schild. Was aber das Interessante ist daran ist, einmal, man hat den Kopf jetzt entweder so, sieht aus wie ein Nachtsichtgerät, oder ich versuche das Licht mal ein bisschen mehr zu drehen, dass man ein bisschen mehr sieht. Ja, kann ich jetzt nicht wirklich gut sichtbar machen. Die Figur hat unter diesen Lampen hier unten noch ein richtiges Gesicht. Zwei Augen, Nase und Mund. Auch sehr interessant gehalten. Vom Detailgrad, was natürlich jetzt in diesem Robotermodus besonders auffällt, ist, sie hat sehr viele Goldfärbungen. Einmal über den Kniegelenken, oben am den Schultern und am Kinn. Im Robotermodus hat diese Figur den Vorteil, genauso wie auch in dem zweiten Fahrzeugmodus, den ich aber später noch zeigen werde, der auch gleichzeitig als Waffenmodus gilt, kann man hier oben diese Räder splitten und quasi, na, wenn ich es mal hinkriege, so, und dann hier Klingen herausholen. Dazu muss man natürlich dann die Räder ein bisschen wieder ausklappen. Und schon hat er quasi wie eine Art Nahkampfbewaffnung. So. Auch sehr schön gemacht. Man könnte sich es quasi so vorstellen, er flitzt durch die Reihen der Decepticons und im Nahkampf schlitzt er dann quasi die Gegner hiermit auch auf. Was sehr spaßig ist. Aber dazu dann nochmal später mehr. Die Figur selbst, wie gesagt, ist sehr schön gestaltet, hat viele Gelenke. Sie hat ein ganz normales Schulterkugelgelenk, mit dem den Arm 360 Grad drehen kann. Ellenbogengelenke, auch Kugelgelenk, jederzeit in alle Richtungen drehbar. Die Hände sind um 360 Grad drehbar, leider nicht auf dem Kugelgelenk. Der Kopf, wie ich schon erwähnt habe, gut drehbar. Zwar nicht um 360 Grad, das heißt schon, aber ich wäre vorsichtig, denn ansonsten platzt hier unten die goldene Farbe ab durch diese Gelenke hinten, wenn sie hinten dran kommt. Ein Hüftgelenk hat die Figur leider nicht. Ganz normale Oberschenkelgelenke, auch um Kugelgelenk. Kugelgelenkartige Knie, die auf zwei Joints wegen der Verwandlung
quasi beweglich sind. Und natürlich hier unten noch die 10. So, Tailpipe wird natürlich nicht mit diesen Sachen alleine geliefert, sondern Tailpipe hat natürlich noch Pinpointer mit dabei. Pinpointer ist eine schöne Figur, zwar relativ schwer zu bewegen, allerdings sehr gut gemacht. Man sieht hier oben die Details der Läufe, der Gatlings, auch schön ausgearbeitet mit den kleinen Vertiefungen. Hinten dann quasi die Rücklampen, auf den, also für den Motorradmodus quasi. Oben drauf die, ja, die Magazine, Aufprallschutz an der Seite, und mit diesen Packs hier kann man ihn dann quasi auf dem Motorrad befestigen. Diese Figur lässt sich aber auch noch verwandeln in eine Waffe und in einen Roboter. Die Waffe ist ganz simpel, einfach erstmal hier vorne splitten, dies nach vorne schieben und wieder schließen. So. Und jetzt muss ich gerade nochmal gucken. Nein, ein Fehler meinerseits. Anschließend, bevor man den zu einer Waffe macht, erst natürlich einmal rumklappen. Dann zusammenklappen. So. Und die Beine einmal hochdrehen. So. Hier sind kleine Pins. Diese Pins lassen sich in den Beinen hier hinten gut verstauen. Und dadurch auch einen besonderen Halt geben. So, und jetzt hat die natürlich unten diesen Pin und könnte natürlich jetzt dem Tailpipe in die Hand gegeben werden als Waffe. So. Ist ein bisschen überdimensionierte Gatling, aber ja, ist möglich. So, ansonsten lässt er sich, wie gesagt, in einen Robotermodus verwandeln. Dieser Robotermodus ist auch sehr einfach gehalten. Das heißt, einmal splitten, die Beine hinten separieren. Dann hier die Kugellenke nach vorne drehen. Die Kanone nach unten falten. Und hier oben die Seiten zur Seite schieben. Ja, und schon habt ihr Pinpointer. Pinpointer ist auch sehr einfach gehalten. In diesen Kanistern sind quasi die Hände hier oben mit eingearbeitet. Die Beine sind auch sehr simpel gehalten. Der Kopf ist auch ja sehr einfach gehalten wie von einer Drohne. Aber ich sehe gerade, ich habe den Unterkörper nicht richtig rumgedreht. So, die Beine nochmal rumdrehen. So, jetzt sieht er doch gleich deutlich besser aus. So. Ja, genauso wie Tailpipe hier oben mit dem blauen Kranz hat natürlich Pinpointer ja auch dieses wabenartige Muster auf dem Brustkorb. Die Beweglichkeit der Figur ist sehr eingeschränkt, wie ich schon sagte. Sie hat zwar hier einen Kugellenk in den Ellenbogen, allerdings lässt die Figur nicht sich nur so seitlich bewegen von der Hand. Und das war es eigentlich auch schon. Kann zwar den Arm noch hochdrehen am Kugellenk, aber das war's. Also sehr, sehr, sehr eingeschränkt von der Bewegung. Die Knie lassen sich ganz normal bewegen. Kugellenk halt ganz normal. Oben sowie unten. Ja, das war's dann eigentlich auch schon. Der Tailpipe, das habe ich vorhin schon erwähnt, hat noch einen zweiten Fahrzeug- oder auch Waffenmodus. Der ist relativ simpel gehalten, lässt sich auch sehr leicht verwandeln, aber dazu müssen wir ihn erstmal in den Bike-Modus wieder verwandeln. Dazu drücken wir einmal die Beine so wieder nach unten, fügen die Beine hier wieder zusammen, so, drehen die Kniegelenke nach oben. Dann den Brustkorb lösen, das Becken rausklappen, dieses Teil nach unten drehen, so,
wieder nach oben klappen, dass es quasi auch hier in dem roten Teil wieder einrastet. Moment. Geht ein wenig schwer gerade. Jetzt klappt man am besten erstmal den Kopf zusammen. Dann ist auch nichts im Weg. So, hier unten sind mehrere Gelenke, die einmal auseinanderklappen. Dann klappt das natürlich auch mit dem Motorradsitz besser. Dass man den ineinander quasi drückt. So. Ihr seht, hier hat es jetzt perfekt geklappt. Anschließend hier vorne den Schmutzschutz nach vorne. Allerdings jetzt hier unten diese Stange nicht quasi als Strebung für den Reifen nach unten, sondern nach vorne, wie so eine Art Kanone. Dann erstmal den zur Seite klappen. So, anschließend die Räder erstmal nach unten klappen. So. Dann anschließend so seitlich. Dann nach vorne. Na. So. Dass die Räder so nach vorne zeigen. Anschließend die Hände nach unten. Oder besser die Arme. Anschließend die Arme. Na. So anwinkeln. So. Das gleiche nochmal auf der anderen Seite. So. Und jetzt quasi die Reifen auseinanderklappen, dass die Klingen sichtbar werden. Wie gesagt, es ist nicht ganz so einfach. So. So. Und schon hat er quasi die Klinge hier vorne. Vorne die Kanone. Das kann natürlich auch nochmal ziemlich waagerecht in die gleiche Position bringen. So. Und ja, schon ist quasi dieser Waffenmodus fertig. Man hat diesen Auspuff hier unten, gleichzeitig hier einen Pin, kann dann quasi den großen Transformers in die Hand geben und dann ja, ist es wie eine Art Sense hier vorne. Und natürlich kann man auch den Sergeant Noble nehmen und im Fahrzeugmodus sowie im Waffenmodus auch hier vorne drauf platzieren. So. Und schon Noble quasi im Gleitermodus eben auf Tailpipe platziert. Ja, die Figur an sich, wie gesagt, auch wieder eine typische Tech-Figur. Das heißt, man hat die Möglichkeit, quasi diese ausklappbaren Waffen an einer anderen Figur zu befestigen. Von der Bewegung her ist die Figur sehr nett gehalten, mit einigen Mankos. Vom Detailgrad auch sehr schön gehalten. Fahrzeugmodus gefällt mir sehr. Würde ich 9 von 10 Punkten geben. Im Robotermodus gefällt mir die Figur auch sehr. Würde ich auch sagen, 9 von 10 Punkten. Ja, allgemein auch 9 von 10 Punkten. Die Figur wird natürlich auch, damit ich es nicht vergesse, standardhalber, genauso wie alle Human Alliance Figuren, eben in der typischen Packung Blisterbox geliefert. Oben natürlich Tailpipe im Robotermodus, Pinpointer dann als Roboter. Beide zusammen im Bike-Modus, natürlich mit Sergeant Noble und dann eben noch mit dem
Waffen- bzw. Gleitermodus. Sehr schöne Figur. Wenn ihr sie nochmal bei eBay bekommen solltet, würde ich sagen, schnappt sie euch. Wird nicht mehr hergestellt. Ansonsten, wie gesagt, sehr schön gemacht. Aus der Movie-Line, Dark Side of the Moon. Ja, solltet ihr noch Fragen haben, einfach in die Kommentare. Und das war's dann auch schon. Ich wünsche euch was und bis zum nächsten Mal. Euer Rexford.